Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge am Heiligen Sonntag für euch. Ja, nach der, wie soll man es nennen, nach dem Raketenangriff und nach den Drohnen, die da auf Israel niedergeprasselt sind, man spricht von 200 bis 300, sind die Lufträume Jordanien zumindest wieder frei. Das sollte man so sagen, Israel übrigens auch. Dann geht es weiter mit den Themen Lufthansa und Israel, was mit den Flügen passiert. Wir haben dann eine Geschichte von einer Delta-Vielfliegerin, die auch auf Facebook unangenehm aufgefallen ist, die Feuer bekommen hat wegen ihrer Meldeorgie schon irgendwie seit 2017. Wir haben jetzt 7 Jahre später, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Und wir haben aus Disney eine Blacklistung für jemanden und für Leute, die Behinderungen vorspielen. Finde ich auch interessant, ob man dieses nicht auch bei Jetway Jesus, was das ist, erkläre ich nachher, auch nochmal nehmen sollte bei Fluggesellschaften, dass man halt wirklich da Leute dann, wenn sie so etwas benutzen und nicht brauchen, ein bisschen Feuer gibt. Aber die Frage ist, wie will man es kontrollieren, logischerweise. EasyJet sagt, bring dein eigenes Essen mit, wenn ihr von Gatwick aus fliegt. Da gibt es Catering-Probleme. Wir haben dann Lufthansa. Die haben ja einen sehr, sehr schlechten Net Promoter Score. Hatten wir schon in einer anderen Folge gesprochen. 27% würden Lufthansa nur weiter empfehlen. Jetzt die Maßnahme dagegen ist Brot und Spiele. Ah, nee, Brot und Obst. Entschuldigung, nicht Brot und Spiele, Brot und Obst. Oder Obst und Brot. Und Lufthansa bringt den ersten Allegris Jet A350 nach München. Da soll es im Mai losgehen. Und Global Entry wird teurer. Und auch Nexus wird teurer. Also das heißt, da sollte man jetzt handeln, wenn man da Bedarf hat. An dieser Stelle wie immer, danke, dass ihr Frequent Traveler TV schaut. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, zu unterstützen. Und bald schaffen wir, auch wenn ihr uns weiterhin so treu seid, die 50.000. Ich bin schon ganz aufgeregt, dass wir so viele Zuschauer bekommen haben dazu. Also das geht kontinuierlich weiter. Meine Werbung zahlt sich anscheinend aus. Ihr könnt auch das Ganze liken und kommentiert. Kanalmitgliedschaft. Danke dafür und ich freue mich, wenn es weitergeht, wie es weitergegangen ist. Jetzt können wir das erste Thema anfangen und zwar ist das der Luftraum in Israel. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat der Iran einen Großangriff auf Israel gestartet. Da sind so gegen, ich glaube, 8 Uhr morgens muss es in Israel gewesen sein, sind die ersten Bomben dort gefallen, aber die sind nicht eingeschlagen. Gott sei Dank gab anscheinend auch nur eine Beduinen-Tochterkind, die da verletzt worden ist durch Schrapnell von einer Abfangrakete. Viele Raketen sind auch schon vor Israel abgefangen worden. Und das erklärt auch, warum gewisse Lufträume gesperrt waren oder auch Fluggesellschaften wie Qantas zum Beispiel, die sind auch nicht mehr durch die Lufträume geflogen, haben es umflogen. Ich denke mal Emirates auch, wenn man das auf Flightradar sieht, dann sieht man halt, wie der Exodus da durchgeht und die Lufträume sind jetzt halt wieder frei. Der Luftraum über Ägypten und Nordosten an Israel-Grenze blieb am Samstagabend geöffnet. Das gelte für alle internationalen Flüge, sogar mit Zielen für Ägypten und für Maschinen, die den ägyptischen Luftraum durchqueren. Man geht davon aus, dass nachdem jetzt 99% der Geschosse aus dem Iran abgefangen worden sind, sind ja auch einige aus dem Irak, aber auch aus dem Jemen abgefeuert worden, dass dieser Schlag jetzt vorbei ist, war ja ein Vergeltungsschlag und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber es ist halt einfach so aufrichtiges Versprechen, so war übrigens der Titel dieser Operation vom Iran, auch ein interessanter Name, ist halt so, dass man dort, aufrichtiges Versprechen war ein Vergeltungsschlag für die Türkei, genau. Doch, war ein Vergeltungsschlag von Iran. Für die Soldaten bzw. die Generäle, die da, glaube ich, gefallen sind, beim Luftangriff in Syrien, Brigadegeneräle waren es sogar. Whatever it means. Ja, damit haben wir das Thema abgearbeitet und können jetzt uns auf die Lufthansa konzentrieren. Natürlich hat das Auswirkungen auf den Luftverkehr und auf die Lufthansa. Nach dem iranischen Angriff auf Israel ist es jetzt so, dass Lufthansa den Flug 692 nach Amman auch heute ausfallen lässt. Israel wird auch nicht mehr angeflogen. Swiss fliegt auch nicht mehr nach Tel Aviv. Air France hat auch nach Tel Aviv abgesagt.
Heißt also, auch die Flüge, die natürlich nach Teheran gehen, sind von Lufthansa, werden sie nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, was bei Austrian passiert, ob die Austrian weiterfliegt, aber ich schätze mal auch, dass die Austrian das nicht mehr anfliegen wird im Moment aus Sicherheitsgründen, weil man möchte erstmal abwarten, was dort passiert. Ja, was ähnlich heiß war, ist die Geschichte von einer, naja, einer Dame. Sie hat zwar irgendwie, glaube ich, einen Doktor, aber sie ist nur Doktor, also kein Doktor, Chirurg oder irgendwas, also kein nichts Medizinisches. Und sie hatte Dr. Angela Perry. Und sie hat halt wirklich weltweit Schlagzeilen gemacht. Und sie war ja auch in einer der Facebook-Gruppen, in denen ich bin. Und ich bin auch a Fly Guys Cabin. Das ist eine Gruppe für Cabin Crew zum Beispiel. Und da brodelte die Geschichte schon hoch von der Dame. Sie hatte sich beschwert, dass ein Flugbegleiter während des Fluges auf seinen Handy gespielt hat. Und bei Delta ist es bei Todesstrafe verboten, auf dem eigenen Handy zu spielen. Und sie hat halt öfters auch solche Kommentare abgegeben. Ein Kommentar zum Beispiel, den sie abgegeben hatte, war: Wrote my complaint about Joshua, the flight attendant who hit in the galley and was overall sh. Also wahrscheinlich scheiße, auf dem Flug von Louisville nach Atlanta. Got a personal call from Delta Customer Service Agent and 8.500 Skies Pesos. Also das heißt, sie hat sich einen Sport draus gemacht, Leute zu melden mit Bildern und zu zeigen, dass sie halt ihr privates Telefon benutzen und das Telefon dann quasi so nehmen, dass sie eventuell auch das iPad, das Dienst-iPad, das Dienstgerät da vorhalten, dass man nicht sieht, dass sie das tun. Ich persönlich habe da kein Problem mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe oft schon Cabin Crew gesehen und ich weiß zum Beispiel von Finnair, dass die auch teilweise WhatsApp drauf haben und damit auch untereinander kommunizieren können, gerade auf den Flügen, wenn man gerade nichts in der Galley zu tun hat. Bei Delta ist es halt so, man darf das private Handy höchstens im Crewrest benutzen. Also das heißt, man darf es gar nicht benutzen in der Öffentlichkeit. Und sie hat halt wirklich da halt gepostet und sie hat halt auch gepostet, dass sie schon das dritte Foto innerhalb von 2 Wochen geschickt hat von 4 Flügen. Also das heißt, auf 3 Flügen von 4 Flügen hat sie so ein Verhalten festgestellt. Ja, kann ich verstehen, dass das einen nervt, aber wenn einem der Service da nicht gefällt, dann muss man das anders zur Sprache bringen. Und sie hatte aber auch schon in der Gruppe zum Beispiel was geschrieben in 2017, also von 2017, und ist dann aus der Delta-Gruppe rausgeflogen, weil sie permanent solche Tobsuchtsanfälle, so wie ich das mal nenne, hatte. Und irgendjemand sagte auch, dass sie eine Melde, Zitat, Muschi sei. Ich würde das Melde-Orgi nennen. Und wenn man dann belohnt wird von den Fluggesellschaften, ist das natürlich ein Riesenproblem. Das incentiviert die Leute natürlich und sie freute sich ja auch über die 8.500 Sky-Pesos. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass sie auch gegenüber einigen Gruppen, wie zum Beispiel A Fly Guys Cabin, wie heißt das? A Fly Guys Cabin Crew Lounge, so ist es richtig, hat sie auch gedroht, dass sie die verklagt, weil sie über die Leute berichtet. Sie hat jetzt ihren Facebook-Profil geändert, hat den Namen sogar geändert. Also da gibt es wohl Feuer ohne Ende. Und wenn man dann wirklich guckt, dass man halt die Policy hat, ja, aber melden, wenn es einen wirklich nicht betrifft, sondern nur um es zu melden, um die Punkte zu bekommen, halte ich halt für eine falsche Inzensivierung. Aber man muss halt auch immer darauf achten, es gibt natürlich auch bei Crews Momente, wo man zum Beispiel vielleicht zu Hause was klären muss oder man hat irgendwas anderes, was einem gerade in den Sinn kommt, wo man dann schnell das abgibt. Ich weiß es nicht, wie ihr das macht, wenn ihr beruflich unterwegs seid. Ihr schreibt, ich persönlich bin ja beruflich am Handy festgetackert, wenn ihr mir WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel unter dieser Nummer, es ist hier, sehe genau, unter dieser Nummer hier schickt. Aber ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Und deshalb habe ich auch die Frage des Tages. Würdet ihr Flugbegleiter melden? Und ist es richtig, ich habe den ganz zweiten Teil vergessen, ist es richtig, dass die Fluggesellschaft da auch dann Meilen als Belohnung gibt. Und das solltet ihr einfach mal durch den Kopf gehen lassen und dann unten kommentieren. Da bin ich mal gespannt, was ihr zu diesem Vorfall sagt, weil ich glaube schon, dass das halt etwas schwierig ist, wenn Leute ihren Job machen, dass man da dann ja so das Ganze macht. Ja,
Ein anderes Thema ist EasyJet, jetzt nicht unbedingt meine bevorzugte Airline, aber meine bevorzugte Airline hatte das ja auch schon mal. Das war, glaube ich, bei Finnair hatte das auch schon gemacht. Bei Lufthansa weiß ich gar nicht, ob das auch war, aber da ist es so gewesen, dass man bei EasyJet und bei Finnair damals sein eigenes Essen mitbringen sollte, weil es Catering-Probleme gab. Und hier ist es der Fall, dass die Leute beim Catering halt 12 Tage zwischen Ende April und Anfang Mai dort dann quasi ja, kein Essen ausliefern. Sie streiken. Und da finde ich das natürlich eine faire Geste, dass man das sagt, dass man da was tut. Aber natürlich auf der anderen Seite die Frage ist, gibt es bei EasyJet überhaupt Catering? Nein, ich glaube, man muss es kaufen. Ne? Also, aber es ist trotzdem ein guter Hinweis, dass man weiß, dass es an Bord von Flügen aus Gatwick nichts gibt. Auch hier geht es wieder um Gehalt, denn 100 Arbeiter, die auch in dem Warenhaus arbeiten und in der Logistik und so weiter, streiken. Danata, das ist ja eine Dubai-Veranstaltung, das heißt also, die Leute aus Dubai wollen halt nicht mehr Geld geben. Man hatte da dann jetzt sich auch etwas irritiert gezeigt, weil man meinte, man hätte sich geeinigt, komischerweise, und die Gewerkschaft sagt, nö. Das ist ja ein anderes Ding, was ich auch spannend finde, dass man da halt irgendwie in zwei Universen unterwegs ist. Wer auch in zwei Universen unterwegs ist, das ist der Lindt-Leute, die sich ja, Behinderungen oder sonstige Dinge zunutze machen, wenn sie diese nicht haben, um einen Vorteil sich zu erschleichen. Heißt also im Prinzip zum Beispiel, einer erzählte bei Reddit, dass er, wenn er zu Disney geht, sich immer einen Gips machen lässt, damit er da die Achterbahn und was es da alles gibt, nutzen kann. Weil was passiert? Nämlich, wenn man behindert ist, ist es so, dass man dann vorgelassen wird. Man braucht nicht so lange anstehen und so weiter. Und der Kollege hatte hier auf Reddit 25 Fahrten an einem Tag gemacht, was bei Disney fast unmöglich ist, weil die Schlangen wirklich so lang sind. Selbst als ich im Oktober bei Disney war, war ein Wochenende natürlich, aber das ist halt so, wenn die Kinder Geburtstag haben, dann ist halt der Geburtstag am Wochenende. Und da war es halt so, dass man halt anstehen musste. Und die Leute, die halt eine Behinderung hatten und auch Behinderungen, die man halt nicht sieht, wie zum Beispiel Tourette und so weiter, die wurden vorgelassen. Die haben einen sogenannten, wie heißt der nochmal, Skip Pass oder sowas nennt sich das. Und jetzt ist Disney das Ganze aber zu bunt geworden, weil es auch ganze Foren gibt, wo drin geschrieben wird, ja, mach das, mach das, mach das, mach das. Man hat also jetzt die Policy geändert und man wird Leute, die das Ding nutzen wollen, ohne dass sie eine Berechtigung haben, möchte man dann ganz klipp und klar vom Disney verbannen. Das heißt also, sie dürfen nicht mehr ihren Jahrespass, den sie vielleicht haben, oder auch andere Dinge nutzen und müssen damit dann quasi Disney komplett verlassen. Das geht wahrscheinlich weltweit. Also ich denke mal, dass man dann in Orlando, Paris, Tokio, wo auch immer Disney ist, nicht mehr hin darf. Und das ist auch richtig so. Man hat auch die Policy geändert für Leute, die zum Beispiel Autismus oder sowas haben. Die müssen auch dann zu einer bestimmten Zeit wiederkommen. Das heißt also, man sagt dann jetzt nicht mehr, okay, kommst hier vor, sondern 13:25 Uhr bist du wieder da. Ist auch ein Policy Change und ich denke mal, dass natürlich dieser Missbrauch, der da stattgefunden hat, in der Tat dort ja, gebrochen werden muss. Genauso wie der Missbrauch mit diesen komischen Begleithunden, Tieren oder was auch immer, Pony, Schweinchen, was alles, was die Leute an Bord als ihr Support Animal mitbringen wollen. Oder aber Leute, und das ist ja Jetway Jesus, wenn Leute zum Beispiel sagen, oh, ich habe keinen Bock, durch den Flughafen zu laufen oder ich möchte durch die SIKO schneller, ich möchte schneller in die USA einreisen, das wird am Ende nochmal ein Thema mit der Global Entry, die lassen sich dann einfach vom Rollstuhl abholen. Und man lässt sich dann zum Beispiel mit dem Rollstuhl zum Flugzeug bringen. Aber dadurch, dass das manchmal länger dauert mit dem Rollstuhl, aber da gibt es ja in den USA bald ein Gesetz, dass der Letzte mit dem Rollstuhl quasi genauso raus sein muss, wenn, oder der Rollstuhl draußen sein muss, beziehungsweise der Abholung sein muss, wenn der Letzte auf normalen Füßen da rausgeht, dass diese Leute halt dann, wenn sie aber durch den Jetway, also durch den Finger reingegangen sind, auf einmal so geheilt worden sind, dass sie dann ja quasi ja, zu Fuß laufen können und dann auch weite Strecken gehen können, weil dann haben sie die Zeitersparnis. Und ich hatte erst mal auf dem Toronto-Flug, weiß gar nicht, wie viele Leute ich hatte da mal ein Bild gepostet auf Facebook, wo die Leute da dann
in Dubai selber laufen konnten. Und das ist natürlich etwas, was ich persönlich für schwierig halte und was ich auch persönlich für äußerst befremdlich halte, weil ich muss ehrlicherweise sagen, das geht null, das geht gar nicht. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Was sollten wir noch an dieser Stelle sagen? Crack down on this. Also, ihr könnt auch hier kommentieren dazu, bevor ich da weiter mich vergesse. Wer Lufthansa schnell vergessen möchte, das sind einige Kunden. Und zwar, wenn man die Kunden fragt, würdet ihr Lufthansa weiterempfehlen? Das ist ja der Net Promoter Score, der NPS. Dann ist das so, dass dieser NPS bei Lufthansa bei 27 ist. Das, im Vorjahr war es bei 33. Also ein bisschen höher, jetzt ist er schon wieder niedriger. Und das heißt nichts anderes, dass man natürlich dort ja nicht so eine gute Erfahrung gemacht hat. Und wenn man jetzt guckt, wie die Lufthansa reagiert, dann finde ich das interessant. Man möchte handgemachtes Brot und Butter anbieten. Ein Avionik. Avionik ist der neue Drink. Ne? Der ist auch toll. Lustig finde ich auch die ganzen Lufthansiaten, bei denen ich mit LinkedIn bekannt befreundet bin, die posten alle ihre Bilder, wenn sie fliegen. Oh ja, geiler Drink, geiler Drink. Und dann natürlich Gruß aus der Küche. Amuse Bouche, Amuse Gosh, Amuse Girl. Wie heißt das? Schreibt es unten rein. Ich gebe euch viele Möglichkeiten, dass ihr unten kommentieren könnt. Und Obst als Dessert und natürlich Lindt-Pralinen. Also das heißt, man hat da das Ganze in der Business Class dort verbessert. Und wichtig ist folgender Satz. Brot gehört zu den liebsten Nahrungsmitteln der Deutschen. Mehr als 3000 verschiedene Brotsorten gibt es in Deutschland. Die deutsche Brotkultur zählt seit 10 Jahren zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Und das hat Lufthansa jetzt erkannt. Also Brot für die Welt, bei der Lufthansa Obst für die Passagiere, in der Hoffnung, dass die Leute dann sagen, Lufthansa ist geil. Ich lasse das mal sacken. Aber ihr habt jetzt Zeit zum Kommentieren, also ich bin da raus, ich bin da raus, also ich muss nächstes Thema machen. Und zwar das nächste Thema ist Lufthansa Allegris. Das ist vielleicht ein Grund, warum die Lufthansa-Jungs vielleicht mehr gemocht werden, aber ich glaube, dass Allegris auch Probleme haben wird. Auf jeden Fall der 350-900, der mit dem neuen Bordprodukt ist jetzt in München am Samstag eingetroffen. Und der Flieger mit der Kennung Delta Alpha India X-Ray Tango, der hat die und die sollen dann fliegen nach Chicago, Toronto, Vancouver, New York und das soll in München dann auf noch mehreren Nordamerika-Routen verfügbar gemacht werden. Ob das diese Verbesserung ist, ich weiß es nicht, weil wir hatten ja bei dem Ding geguckt, was da halt für Sitze sind und was mein Sitztyp ist. Aber das Problem ist natürlich, was machst du, wenn dein Sitztyp nicht da ist? Was machst du, wenn doch kein Allegris-Flugzeug kommt? Also das heißt, da ist wieder viel vorprogrammiert, wo die Leute sich enttäuscht zeigen können. Und ich bin mal gespannt. Und spannend ist natürlich auch das Thema Allegris. Natürlich reden wir viel über Allegris. Man kann jetzt natürlich auch sagen, wird man darüber berichten, wenn der Erste mit seinem Popo in einem Sitz von Allegris gesessen hat auf einem bezahlten Flug oder wenn jemand dort auf die Toilette gegangen ist oder wenn jemand gegessen hat, wenn jemand eingelassen hat, egal was, Allegris berichtet. Es tut mir leid, aber Allegris ist nun mal ein wichtiges Thema für Lufthansa und ich merke das auch bei meinen Gesprächen mit Leuten, wenn es darum geht, welche Kreditkarten man nimmt. Bei der Kreditkarte ist wichtig, welche Fluggesellschaften man mag, welche Punkte man braucht und so weiter. Dass Lufthansa so ein bisschen auf dem Rückschritt ist, auch gerade wegen Revolut. Aber nun gut, ihr könnt ja jetzt schreiben, ob ihr die 267 Sitze, die es in dem Flieger gibt, 4 in der First Class, 38 in der Business Class, 24 in der Prem Eco und 201 in der regulären Economy Class, also quasi in the Kettle Class, ob das für euch noch ein Thema ist oder ob ihr sagt, ich will das nicht mehr hören. Ich möchte endlich, dass der Scheiß fliegt. Also, denkt dran, kommentiert unten. Wir haben noch eine Nachricht aus den USA und zwar ist das im Bereich der Global Entry. Global Entry oder Nexus wird ab 1. Oktober 2024
teurer. Und einige US-Kreditkarten, um zu sagen, viele der Premium-Kreditkarten bieten ja auch einen Waiver an. Das heißt also, wenn man dieses bezahlt, dann kriegt man die $100 zurück. Aber wenn es jetzt steigt, ist die Frage, ob das immer noch dann kreditiert wird, nur 100 oder mal auch die 120, was es nämlich kosten soll ab 1. Oktober. 20%. Wenn man aber von Nexus kommt, bei Nexus kostet das Ganze nur $50 und jetzt auch $120. Nexus ist das, wenn man zwischen Kanada und so weiter hin und her fährt und einem aber auch TSA Pre-Approval gibt. Was will ich damit sagen? Zwei Sachen. Einmal natürlich, wer es haben möchte, sollte jetzt gucken, dass er sich dafür anmeldet. Ganz wichtig. Und das andere ist, ihr solltet natürlich auch schauen, wenn ihr das macht mit den Global Entry, dass ihr die richtige Kreditkarte nutzt, wo es vielleicht mit einer amerikanischen Kreditkarte rückerstattet kriegt. Also insofern wieder den Bogen und den Kreis geschlossen zu den vielen Themen, die ich habe. Jetzt mache ich mich bereit für mein Webinar in 45, nee, 55 Minuten, 54 Minuten. Lade die Sendung für euch hoch. Danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV am Heiligen Sonntag dabei wart. Hab mit Freddy auch gesprochen wegen der neuen Sendung. Da kommt noch was. Dann habe ich morgen noch eine Sendung, die ich aufnehme mit Vadim. Da freue ich mich auch schon drauf. Er bietet nämlich etwas an, ein geiles Produkt. Wer sportlich bleiben möchte und fit bleiben möchte auf Reisen, der sollte sich das dann auch angucken. Ich weiß nicht, wann das live geht, entweder Dienstag oder Mittwoch, muss ich mal gucken. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, bla bla bla. Ihr wisst es alles, wie es geht. Danke euch und ich wünsche euch viel Spaß. Bis morgen. Also, bis dann. Oder wer beim Webinar ist, bis nachher. Also, bis dann und bei Sorgen, Ängsten, Nöten oder hier und für euch an dieser Stelle der Abspann. Wir sind ja auch schon wieder über 20 Minuten. Das ist immer so mein Ziel für euch. Also, bis dann. Danke, ciao. Thank you.